Das Leben auf der Erde nimmt sehr unterschiedliche Formen an. Es gibt pflanzliches und tierisches Leben. Einzeller existieren neben Menschen. Ameisen neben Fischen und Elefanten. Eine Pusteblume neben einem Kaktus. Auf den ersten Blick scheint das Leben auf der Erde sehr wenig gemeinsam zu haben. Es nimmt in seinen jeweiligen Eigenschaften und seinem Aussehen sehr verschiedene Erscheinungsformen an. Kann es sein, dass dieser Eindruck täuscht? Gibt es etwas, das alle diese Lebewesen in ihrem inneren Aufbau gemeinsam haben? Schwer vorstellbar, wenn man eine Pflanze mit einem Tier vergleicht. Sehen wir uns noch zwei weitere Lebewesen an, ein Affe und ein Mensch. Was teilen diese beiden Lebewesen miteinander? Es lassen sich schnell einige Unterschiede und einige Gemeinsamkeiten erkennen.